Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Link's Awakening DX für den Nintendo Color, wollte ich sagen. Genau, für den Nintendo Color und für den Game Boy 3DS. Das letzte Mal haben wir den Maskentempel abgeschlossen und haben eine Triangel dafür bekommen. Und in dieser Folge machen wir uns gleich auf den Weg zum zweiten Dungeon. Und brauchen dafür allerdings eine Kleinigkeit. Ich glaube, Ulrira kann uns da weiterhelfen. Ja, hier, Ulrira! Hast du schon vom fliegenden Gockel im Möwendorf gehört? Es ist lange her. Früher konnten wir mit dem Gockel fliegen, wenn wir ihn in den Händen hielten. Nun liegt er jedoch unter dem Wetterhahn. Kannst du damit etwas anfangen? Klick, tut, tut, tut. Ob wir damit was anfangen können? Bestimmt. Also, unter dem Wetterhahn liegt offensichtlich ein fliegender Gockel. Den können wir vielleicht gut gebrauchen. Wir können den nur verschieben, wenn wir das Level 2 Kraftarmband haben. Natürlich. Das heißt, es hat schon zwei Nutzen. Und hey, ich glaube, der liegt hier schon eine Weile. Oh je. Aber das ist gar kein Problem. Denn wir haben ja ein Lied, das der Umgebung Leben einhaucht. Wundert mich nicht. Das ist so schlecht, da würde ich auch von den Toten wieder auferstehen. Flomp! Gockel! Wow, der Gockel lebt ja wieder. Und nett scheint er auch zu sein. Ja, der Gockel ist sogar ziemlich nett. Denn wir können ihn aufheben und können damit frei durch jede Map fliegen. Allerdings können wir die jeweilige Map nicht verlassen, sondern müssen da tatsächlich noch laufen. So, jetzt wo wir den Gockel haben, können wir auch so ein, zwei Sachen erreichen. Und vor allen Dingen können wir eine Sache erreichen, von der ich gerade nicht mal mehr sicher bin, was sich darunter verbirgt. Aber wir werden sehen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Schauen wir mal. Das war oben bei Schloss Canalet. Und da will ich mal gucken, ne, was da so geht. Schauen wir doch mal. Gears und Eggman. So. Wir haben übrigens bald volle Herzcontainer, was eine wirklich coole Sache ist. Wie gesagt, uns fehlen nur noch zwei Herzteile und wir müssen noch zwei Dungeons erledigen. So, jetzt können wir hier rüberfliegen und mal gucken, was es hier so gibt. Nämlich eine Kiste mit Rubinen. 20 Rubine. Wirklich. Okay, gut. Der Aufwand hat sich ja gelohnt. Es hat mich jetzt die ganze Zeit interessiert, was in dieser Höhle war, denn ich kam einfach nicht mehr drauf. Und es sind 20 Rubine. Wow. Mich haut's gerade von den Socken quasi. Mensch, was hätte ich nur jetzt ohne diese 20 Rubine nur getan? Wir können mal was anderes gucken, was mich gerade mal interessiert, nämlich... Naja, uns fehlen noch so ein paar Stellen, die wir noch entdecken können. Oben links und oben rechts werden wir als nächstes angehen. Ja, ich möchte auf jeden Fall einen Großteil der Map erkundet haben, bevor wir das Spiel beenden. Ist jetzt, glaube ich, allerdings auch ehrlich gesagt nichts Wichtiges dahinter an diesen Stellen, deshalb werde ich das jetzt erstmal noch... links liegen lassen. Wir können allerdings rechts oben das Feld gerade mal mitnehmen, dann haben wir das schon mal. Auch wenn da sehr wahrscheinlich nichts Interessantes ist. Nö. Wie erwartet. Hui, da habe ich ihn einfach aus dem Bild gefeuert. Den Ärmsten. Jedenfalls befinden wir uns schon vorm Taltalgebirge. Ist ja praktisch, denn da wollen wir ja als nächstes immerhin hin. Mit unserem Gockel. Nicht wahr? So, jetzt geht ihr mir mal aus dem Weg, bitte. Dankeschön. Okay, wunderprächtig. Dann, nee, halt, hier geht's zum Windfischei. Eins weiter. Nächster abbiegen, bitte. Okay. Der Weg ist schwer, doch du bist fast am Ziel. Geh nach Osten. Der Windfisch wartet schon. Oh, Osten klingt gut. Oh, epische Musik. Gefällt mir voll gut. Okay, hier sind wir falsch. Egal, trotzdem epische Musik. Ich liebe die Musik hier. Oh, ich liebe sie so sehr. Okay, gut. Gockel! Hilf mir! Hilf mir, hier zu entkommen.
Monster wollen mich tötrigieren. Tötrisieren. Oh, fuck. Ich glaube, das war nicht so gut. Okay. Okay. So ist besser. Uiuiui. Okay, er geht mal aus dem Weg. Oder haut mich. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist auch total legitim, dass ihr mich schlagt. Das Herzteil kriegen wir später. Ah, hier kommen wir jetzt endlich hin an diese Kiste. Ich glaube, da sind allerdings auch nur Rubine drin. Also nichts wirklich Spannendes jetzt. Ja. 50 Rubine. Sehr schön, ja. Mensch. Was würde ich nur ohne diese Rubine tun? Ich wäre aufgeschmissen. Aufgeschmissen wäre ich. Übrigens können wir Höhlen etc. tatsächlich sogar mit dem Gockel verlassen. Das wollte ich hier nochmal kurz gezeigt haben. Keine Ahnung, warum man die anderen Maps dann nicht wechseln kann. Naja, egal. Man muss ja nicht alles verstehen, nicht wahr? Was war denn in dieser Höhle drinne? Ah, da fällt mir ein, da habe ich was vergessen, was wir mit dem Gockel noch zeigen können. Ups. Okay, nee, hier geht's hoch zu dort, wo Papal war. Aber ich habe noch eine Kiste vergessen, die wir uns jetzt holen können. Beziehungsweise, nee, die können wir uns auch ohne den Gockel holen. Alles, tutti paletti, ich habe nichts gesagt. Vergesst, dass ich jemals was gesagt habe. Ich habe nichts gesagt, okay? Gut, danke. Osten hieß es. Gehen wir nach Osten. Was haben wir eigentlich hier ganz im Osten? Eine Höhle. Ah. Ja, hier oben können wir die Wand sprengen. Au. Und das werden wir auch tun. Also ich, nicht ihr. Das sage ich immer wieder in diesem Let's Play. Ich weiß nicht, warum ich immer wir sag. Wenn eigentlich ich das Spiel spiele und ihr nur zuguckt. Keine Ahnung. Komische Angewohnheit. Ah ja, hier haben wir ein kleines Rätsel. Diese Kisten enthalten jeweils 20 Rubine. Und sobald wir die Höhle verlassen, öffnen die sich alle automatisch. Was natürlich ganz dolle fies ist. Moment, so. Oh, Moment, ich hatte dich schon verschoben. Das ist eine äußerst ungünstige Situation jetzt für mich. Denn ich glaube... Ich glaube, ich hab's verkackt. Ja, ich hätte den einen dann nicht verschieben sollen. Nein, ach nee, den kann ich ja gar nicht schieben. Ich vergaß. Ja, okay, gut. Egal. So. Ah, ich hätte das anders schieben müssen. Ich habe nicht ganz drauf geachtet. Das war blöde. Egal, es sind eh nur Rubine. Von daher haben wir nichts verpasst. Und hier bekommen wir nochmal 20 Rubine. Also es ist jetzt wirklich nichts Wichtiges, was wir hier verpasst haben, kann man so sagen. Nur Rubine. Mehr Rubine. Okay, und das war alles, was wir hier offensichtlich erstmal bekommen auf diesem Wege. Schauen wir uns noch weiter um. Mit unserem Gockel. Du lebst? Ja, natürlich. Trotz, dass ich darauf vorbereitet war, wurde ich erwischt. Die Adlerfestung ist nahe. Vorsicht vor dem Teufelsadler. Das bedeutet allerdings auch, dass ich hier aktuell nicht weiter kann, denn... Also ich könnte hier schon weiter. Es würde mir nur nicht viel bringen, denn mir fehlt noch das nötige Item, um die Festung betreten zu können. Ich muss übrigens auch dazu sagen, dass der nächste Dungeon mein Lieblingsdungeon in diesem Spiel ist. Ich mag den wirklich sehr, sehr, sehr gerne, weil der eine recht coole Mechanik hat, die ich in anderen Zelda-Spielen so ziemlich vermisse. Was ich sehr schade finde. Aber hey, werden wir dann noch sehen. Okay, hier über die Brücke. Diesmal weg. Da ist nichts, da ist nichts, da ist eine Höhle. Und ein Haus. Und ich glaube... Ja, Gott. Hier rechts. Wo kommen wir darüber? Ich weiß, dass ich, auf einer Brücke irgendwie so ein bisschen entlang gehen möchte. Aber ich weiß nicht mehr genau, welche Brücke das war. Denn... ich glaube... Oh, verdammt. Ich glaube, hier befindet sich ein weiteres... eine weitere Dingens. Zaubermuschel. Die ich euch jetzt hätte schon zeigen können. Aber okay, dann hebe ich die halt für später auf. Und das war nicht die Brücke, die ich gemeint hatte. Na gut. Schauen wir mal in dieses Häuslein. Ah, Hühnchen.
Link untersucht das Regal. Das ist ja ein tolles Regal. Okay. Ey, Mann, dein Gockel fliegt ja tatsächlich. Ist ja ein Ding. Dann solltest du dich mal an ihn dranhängen. Ja, es ist der Gockelmann, der seine Gockel füttert. Und er sieht Luigi überhaupt nicht ähnlich. Zum Glück. ja. Okay, gehen wir erstmal in die Höhle. Oh, ich habe keinen Überblick mehr über dieses Gebiet, aber das macht gar nichts. Denn ich habe ja allgemein keinen Überblick über gar nichts. Ist ja schon bekannt. Oh ja, hier bekommen wir den Zugang, den ich haben möchte. Was passiert, wenn ich hier links lang gehe? Da sehe ich, oh, da ist ein Schlüssel. Den möchten wir gerne haben. Also ich möchte den gerne haben. Ich sag schon wieder wir, obwohl ich ihn eigentlich haben mag. So, wir können entweder die Steine hier zur Seite räumen oder wir nehmen einfach den Gockel und fliegen. Und das ist auch der Grund, warum wir den Gockel brauchen. Ansonsten hätten wir keine Möglichkeit, hier entlang zu kommen und an diesen Schlüssel zu gelangen. Das ist nämlich der Adlerschlüssel. Er gehört nun dir. Er ist mein. Okay. So, dann nochmal hier vorbei. Und nochmal hier entlang fliegen. Okay, gut, wunderbar. Dann will ich den Enterhaken jetzt auspacken. Und möchte jetzt hier nach links schauen. Zack, zack. Ne, nix gedroppt. Denn, ups, irgendwo gibt es hier definitiv noch ein Secret. Wir können natürlich auch einfach rüberfliegen. Aber ich will spezifisch auf der Brücke entlanglaufen. Was hier? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Hier können wir das Gebüsch kaputt machen und finden eine geheime Höhle. Jihi. Gockel, komm her. Naja, okay. Machen wir es ohne den Gockel. So. Und ich glaube. Okay. Ich glaube. Ja, hier sind wir unserem Ziel recht nahe. Und nein! Und können? Jawohl, hier sind wir richtig. Okay, gut. Hier haben wir eine weitere Höhle mit einem Fledermaus-Typi. Mad Batter heißt er im Englischen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht den deutschen Namen für diesen Charakter. Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Du? Na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na warte. Willst du zur Strafe mehr Bomben tragen können? Ja, ja, natürlich. Bomben sind immer gut. Ja, jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir herumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann, tschö. Tschüss. Okay, gut. Vorzüglich, möchte man sagen. Hier in dieser Kiste haben wir nochmal 50 Rubine. Yay. Hier oben haben wir eine Höhle, die uns rein gar nichts bringt. Außer, dass sie uns töten wird. Und da habe ich nicht so die Lust drauf. Und hier... Oh. Komme ich wieder zurück. Was ist denn in dieser Höhle? Da wollte ich natürlich hin. Ich wollte euch unbedingt noch diese eine Höhle zeigen. Denn hier finden wir Rubine. Ja, das wollte ich euch definitiv gezeigt haben. Das war äußerst wichtig, dass ich diese Rubine gezeigt habe. Es ist nicht so, dass ich mich irgendwie verlaufen hätte und aus Versehen vom Gebirge runtergesprungen wäre. Das wäre ja dämlich. Oh, Mann. Ich hasse mein Leben. Na gut. Okay, gehen wir den ganzen Weg nochmal zurück. Musik wird Gott dich zum Ei geleiten. Okay. Ist ja in Ordnung, Mann. Warum schreien mich diese Statuen immer an? Ich hab Gefühle, Mann. Vielleicht irgendwo. Keine Ahnung. Herzen. Gehen wir halt den ganzen Weg nochmal. Also nicht den ganzen Weg, denn der eine Weg war sowieso falsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich kann übrigens die Pflanzen jetzt selbst umhauen mit dem aufgemöbelten Schwert. Ha!
Ist ja interessant. Okay. Gin-Grotte wollen wir nicht nochmal rein. Oder wie auch immer die hieß. Flaschengrotte. Wundergrotte. Grottengrotte. Voll grottig das Spiel, ey. Nee, es ist nicht grottig. Das war gelogen. Es ist ein großartiges Spiel. Hey. Yo, du aus dem Weg. Du weg, du weg. Und so. Wir haben immer noch ein Herzteil offen. Und ich. Ah, nein! Warum? Warum? Liegen die Dinger immer im Weg rum? Ah! So! So viel Hass! So viel Hass! Okay. Nein, falscher Ausgang. Ganz falscher Ausgang. Nochmal darüber gockeln. So, jetzt. Wollen wir nochmal zum richtigen Ausgang. Ich muss gerade überlegen, wo wir überhaupt lang möchten. Ist gerade wirklich nicht so einfach. Ich habe das jetzt nicht alles hundertprozentig im Kopf hier. Muss ich ja ehrlich mal so sagen. Was sagt mir denn die Karte? Wenig. Ziemlich wenig. Was war denn in dieser Höhle hier? Und vor allem. Also, das war die Höhle. Und vor allem. Wo war nochmal der Weg zum Herzteil? Komm her, Gocke. Dankeschön. Jawohl. Komme ich denn da raus? Ah. Vorzüglich. Großartig. Okay, wir sehen uns wieder auf der anderen Seite. So. Also. Ich glaube, hier war das. Kannst du... Ah! So, weg mit dir. Ich glaube... Ja, danke. Ah, ich wusste, dass das irgendwo hier in diesem Bereich sein musste, aber ich wusste nicht mehr genau, wo. Ich dachte, man müsste runterspringen, aber das war offensichtlich der falsche Weg. Hier kommen wir endlich zu unserem vorletzten Herzteil im Spiel. Yay! Damit haben wir 11 von 12 Herzteilen in diesem Spiel. Uns fehlt nur noch ein einziges Herzteil. Auf das müssen wir allerdings noch eine ganze Zeit lang warten. Deshalb gehen wir jetzt nochmal zurück und gehen endlich zum nächsten Dungeon. Beziehungsweise machen uns auf den Weg zum nächsten Dungeon, denn den werde ich definitiv nicht mehr in dieses Video reinbekommen. Das wäre etwas utopisch. Wollen wir nochmal hier zurück. Diesmal muss ich nicht wieder den ganzen Weg außenrum latschen, sondern den ganzen Weg außenrum. Das hier ist definitiv ein bisschen kürzer, als nochmal durch die ganzen Höhlen zu watschen. Hier waren wir schon mal. Das heißt, hier können wir einfach durchmarschieren. Kennen wir ja alles schon. Aua. Und nein, geh weg. Ich hasse diese Dinger so sehr. Vor allem sind die schnell. Die sind so unglaublich schnell. Die haben einen riesen... Totenschädel auf dem Rücken und... Okay. Ein paar Keys. Kein großes Problem. Weg. Kusch. Aus. Pfui. Kusch. Oh. Okay. Überall Rubine, Mann. Überall das ganze Geld. Okay, dann hier nochmal rumlaufen. Ja, das ist alles ein bisschen verworren hier, wie man sieht. Da springe ich jetzt einfach, da nehme ich nicht den Gockel für. Und da kann ich nicht den Gockel für nehmen, denn ich kann die Map nicht wechseln hier. Da brauchen wir den Enterhaken, Enterhaken, Dankeschön. Einmal rüber, wunderbar, jetzt können wir hier nach unten und alles gut. Yay. Ich glaube, war da eine Feenquelle? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Schauen wir rein. Müssen wir auch uns nicht an diesem blöden Ahorn vorbeischleichen. Ja, hier ist eine Feenquelle. Ja, sowas weiß ich natürlich wieder, ne? Ist klar. Ach. Okay. Dann können wir hier durch diese Höhle durch. Einmal nach oben. Und nochmal rüber.
Gockel brauchen wir hier nicht. Und sind endlich an unserem Zielort angekommen, nämlich der Adlerfestung. Yay! So, den Stein da weg. Flop! Oh! Und damit haben wir den 7. Dungeon geöffnet. Den 7. von 8. Sozusagen. Gut, dann würde ich sagen, noch eine kleine Information. Falls ihr noch irgendwelches Zeug mit dem Gockel machen wollt, dann tut das jetzt, bevor ihr den Dungeon betretet. Denn sobald man in den Dungeon geht, ist der Gockel für immer weg. Er wird euch auf ewig verlassen, denn er hat keinen Bock mehr, quer durch die Gegend geworfen zu werden. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber das nur so als kleine Information. Gut, dann würde ich sagen, das war es erstmal von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ihr aber abonnieren, kommentieren und gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Gockel Power. Ciao.